Aloha, hey und willkommen zurück zu Let's Play Dragon Quest 11, Streiter des Schicksals. Wir sind im letzten Part einmal durch die Höhle gelaufen, die Höhlen unter Zwistambul. Stehen jetzt vor dieser Tür, die ziemlich hart nach Boss schreit. Finden wir es raus. Let's go. Ich wusste es. Fucking Plot Twist. Oh, what? Hey, brought you a fresh one. Oh nein. She's perfect. Just perfect. A warrior maiden of great skill. I smell it on her skin. We must drain her of her essence while she is still fresh. Quickly, give her to me. Okay, verstehe. So läuft das also. Er gibt ihr die ganzen Kämpfer und sie entzieht ihnen dann irgendwie die Kraft und macht dann wahrscheinlich daraus diese komischen Drinks, die er dann nehmen kann. Er wird stärker, weniger Kämpfer, Win-Win-Situation und oh nein. Ach, warum? Arsch. I won't be needing you to carry me any further, thanks. So this is who's behind it all. Sir Hendrik must have missed one when he cleared the monsters out of town all those years ago. Nicely done, lassie. I hope you'll forgive me, but we had a wee rummage around in your room, Vince. The liquid I found. And that's what you drink before your fights, isn't it? What your friend here squeezes from the fighters he kidnapped. That was you? Perhaps not all humans are as stupid as our muscle-bound friend here. That's right, old man. Hendrik scarred me, but he did not kill me. The extract. It was the only way to regain my strength. So I had Vince bring me the choicest morsels. And why would he help me do such a thing, you ask? Because I offered to share the fruits of my labor, to give him strength beyond imagining. Who could refuse such a juicy offer, I couldn't keep on winning forever. And if I wasn't winning, I wasn't bringing in the money we needed for the orphanage. Sorry, partner, but I can't let those kids down. Which means I can't let you and your friends leave. Das ist keine Entschuldigung, ganz ehrlich. Also, ja, im Endeffekt hat das wegen einem guten Zweck gemacht, aber nicht so. Dann von mir aus soll er härter trainieren oder sich einen Job suchen oder keine Ahnung was. Das ist keine Entschuldigung. Let's go. Wir machen dich fertig. Come on. Not now.
Will you look at yourself, laddie? Do you not see what that stuff's doing to you? That foul fluid wasn't meant for human consumption. It's eating you from the inside out. It's a miracle you're still alive. I guess cedars never prosper, huh? Spent at last, old friend. Such a shame. Then I suppose I'll have to deal with you myself. Keep that thing busy. I'll see if I can get those people down. Ja, jo, wir halten sie beschäftigt, kein Problem. Was das? Bosskampf gegen Riesenspinne. Der kranke, was für ein Ding? Kranke Kanker. Was ist denn für ein Name? Was ist das für ein Damage? Und die Defense geht runter. What the fuck? Und der greift zweimal pro Runde an, Alter. Oh mein Gott. Okay. Das wird nicht einfach, ich sehe schon. So. Schwächen. Verdammt. Okay, solange Bodo schlägt, ist fein. Kann das Vieh schlafen, ist jetzt die Frage. Kann es mir nicht wirklich vorstellen, to be honest. Sorry. Ah. Können wir sie nicht mal schwächen? Go! Mom! Bodo, hau doch deine Zauber raus. Was soll denn dieses Betüddeln da? Nice. Ich glaube nicht, dass ein Bossgegner schlafen kann. Ich glaube auch nicht, dass wir ihn schwächen können. Deswegen gehen wir jetzt mal in die Offensive. Nice. Der Angriff ist halt richtig mies. Er macht super viel Schaden und ei, denk unsere Verteidigung. Uff. Erstmal voll heilen. Danach müssen wir Veronika wieder auferstehen lassen. Ich darf halt nicht so auf diesen Stachelangriff machen. Das ist okay. Aua. Halbe Trippscher bringt halt nichts. So, das bisschen, was wir da heilen, da greife ich lieber an. Das macht mehr Sinn. Oh, ich wollte ständiger Springbrunnen machen. Verdammt. Mittelheilung, sehr schön. Dass die Netz gefangen ist, ist halt jetzt RIP. Wir hätten jetzt Veronika wieder zurückholen können. Look out below. Blocken. Auf 54 Block.
Let's go! Oh, war der Block wichtig. Sonst wäre Tripscher auch down gegangen. Sehr stark. So, hat allerdings nur 50% Chance zu funktionieren. Verdammt! Okay. Ist okay. Könnte schlimmer sein. Er kann auch retzen. Nice. Perfekt. Sehr schön. Damit sind wir wieder alle auf den Beinen. Jawoll. Machen erstmal normale Angriffe. Er ist schon im gelben Bereich. Geblockt. Nice. Das ist auch okay. Sieht gut aus, Leute. Voll drauf jetzt. Er ist schon im gelben Bereich. Okay, Springbrunnen gleich wieder casten. Oh, oh. Okay. Hoba Bohu. Wait. Oh, er ist verwirrt. Wait. Lass deine Mates angreifen. Komm, hau doch noch ein paar Grits raus. Diese normalen Angriffe, was soll das denn? Heilen brauche ich nicht. Sowas im Gepäck, was Verwirrung heilen kann. Schlaf versetzen kann, Heilkraut. Schlafenden verbinden, nicht wirklich. Dann machen wir mal Multibeschleunigung. Aua. Fullham. Aber heilen bringt es halt nicht. Go. Mach kaputt das Ding. Dankeschön. Erik weiß nicht weiter. Was soll ich tun? Okay, orangener Bereich. Komm schon. You can do this. Yeah. Jetzt geben wir nochmal richtig Gas. Tapferkeit und Tücke. Oh, können wir nicht machen, weil Erik nicht angreifen kann. Mist. Okay. Dann so. Entwirrung. Nice. Alter, Bodo MVP. Und dann ist es Tripscher verwirrt. Oh, die Stacheln! Aua. Okay, was haben wir jetzt hier? Genesungsgebet, die Abwehrkraft. Möge es Erik zwei Züge pro Runde zu machen und gewährt ihm obendrein einen gigantischen Attribut. Alles klar. Verdammt! Okay, heilen. Schade, die Cobra hätte ich gern gesehen. Na gut, steiniger Springbrunnen. Oh oh, Alter, sind fast alle verwirrt. Oder tot. Uff. Kannst du nicht irgendwas? Ob Blendeffekten? Nur angreifen. Okay, dann machen wir das. Wir wechseln aus. Weil Rionaldo kann.
Verwirrung wegmachen. Okay. Glück gehabt. Okay. Dann macht er Entwirrung. Auch okay. Nein, nicht schon wieder. Oh. Aua. Okay, jetzt aber. Was Tier in mir? Okay. Raste halt komplett aus. Alter Vater. Wieso kann ich Rionaldo angreifen? Ah, weil er verwirrt ist, ne? Da kann ich so die Verwirrung rund... Nee, Alter, nicht mit dem, mit diesem Ultra-Buff jetzt. Angriff! Der Crit. Let's go. Haben wir. Sehr schön. Alle haben überlebt. 3000 EP. Können. Und wir lernen die Mittelheilung. Dankeschön. The great Sylvander grows even greater. Das war nötig. Multiverlangsamung. Nice. Okay. Für Erik brauchten wir auch 10. Passt. And don't come back. I had no choice. A third-rate fighter like me, I was never gonna make enough dough to keep the place open. So when I heard that voice, drifting up from down here, right beneath the orphanage, I listened. All I had to do was help him out, and he'd make me the toughest fighter around. It seemed like a pretty sweet deal. So I said, sure. I wanted to win the tournament so bad, needed that money so bad, I let him use me. I knew it was wrong. But that orphanage, man, that's where I was raised. Those kids are my family. I had to do it. I had to. So you let your desire to help the Bairns get the better of you. Well, there's certainly been greater evils done for less good. Tell you what, I'll have a word or two with the mayor. Don't worry, lad. We'll make sure the orphanage is looked after. So chin up, eh? Just don't let me catch you making deals with nasty beasts again. Hier. Sir, I don't know what to say. Fällt einem irgendwie schwer, böse auf ihn zu sein. Ei. Nachdem sie den Fall der verschwundenen Kämpfer erfolgreich aufgeklärt haben, verbringen Triptscher und Gefährten die Nacht in der Herberge. Wakey, wakey, little soldier. Come on now, time to get up! I said wake up! Morning, darling! Oh mein Gott, weck mich nie wieder so.
Hate to drag you out of bed, but we need to head up to the arena. That prize they never got around to giving you? Well, they want to hand it over. Let's get moving before they change their mind. If you're looking for me, I'll be in the cheap seats. Don't forget to give me a wave. Warum muss er so sein? Naja, whatever. Wir haben den Boss besiegt. Hat recht gut funktioniert. Wir hatten, glaube ich, auch ein bisschen Glück, dass sie nicht so oft diese Stachelangriff da gemacht hat. Weil das hat schon gut wehgetan. Aber das war's erstmal mit diesem Part. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bin gespannt, wie die Story jetzt um Tommy und dem Waisenhaus weitergeht. Bleibt gespannt und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao.